Die Korrelation zwischen dem Ölpreis und dem kanadischen Dollar hat ein 19-Monats-Tief erreicht. Rachel Becks, Informa Global Markets. Die erhöhte Nachfrage nach risikogekoppelten Währungen und der Optimismus bezüglich der neuseeländischen Milchproduktpreise machten den neuseeländischen Dollar zu einer der attraktivsten Währungen der vorigen Woche. Rachel, wird sich dieser Trend fortsetzen? Was ist Ihre kurzfristige Prognose für neuseeländischen Dollar, kanadischen Dollar? Die letzte Woche war für das Paar KiwiCard sehr erfolgreich. Von Montag bis Freitag nahm es fast 2,5% zu. Der Optimismus wurde nicht zuletzt durch ziemlich robuste BIP-Zahlen verursacht, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Auch die Geldpolitik und Zinsüberlegungen der Notenbank waren von großem Interesse. Die Inflationszahlen Neuseelands erwiesen sich etwas höher als erwartet. Deshalb nahm die Nachfrage nach dem neuseeländischen Dollar zu. Im Gegensatz dazu erteilte der kanadische Notenbank Bankchef einige zurückhaltende Kommentare und löste dadurch einen aggressiven Ausverkauf des kanadischen Dollars aus. Außerdem hat die Korrelation zwischen dem kanadischen und dem US-Zins die höchste Marke seit 20 Jahren erreicht. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 65% wird die Fed noch in diesem Jahr den Zins erhöhen. Dabei wird die kanadische Zentralbank möglicherweise Zinsen senken. Das wird den Cut beeinträchtigen. Ein weiteres Risikoereignis in diesem Jahr ist das OPEC-Treffen in Wien. Sollte da kein Übereinkommen erreicht werden, ist ein kurzfristiger Rückgang der Ölpreise zu erwarten, was den Cut noch mehr schwächen wird. Deshalb erwarten wir eine weitere KiwiCard-Rally auf die Marke 0,96 in einem Monat. Der neuseeländische Dollar ist nicht nur der Spitzenleister der Woche, sondern auch einer der besten Währungen in diesem Jahr. Im Hinblick auf die 88-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in Neuseeland im November reduzierten die Experten von der Intesa Bank in São Paulo ihre Prognose für den neuseeländischen Dollar. Sind Sie damit einverstanden? Wie ist Ihre mittelfristige Prognose? Der Markt hat eine mögliche Zinssenkung der neuseeländischen Notenbank zu 88% in den Preis bereits eingeschlossen. Daher hat die Kiwi nur wenig Freiraum für den Rückgang. Man sollte das begleitende Statement danach untersuchen, welche Hinweise die Notenbank auf die künftige Geldpolitik geben wird. Und zwar, ob sie eine weitere Lockerung in Aussicht stellt. Aber da sich die Inflation neuerdings nicht so schlecht wie erwartet entwickelt, vermuten wir, dass der Ton dieses Statements nicht mehr so mäßig sein wird. Dies lässt einen weiteren Anstieg des Paares KiwiCard vermuten. Unsere 3-Monats-Prognose lautet 0,97. Der kanadische Dollar hängt von den Ölpreisen ab. Sollte das kommende OPEC-Treffen zu positiven Ergebnissen führen, kann es dem kanadischen Dollar auch auf lange Sicht einen Schub verleihen. Historisch gesehen hängt der kanadische Dollar vom Ölpreis ab. Außerdem erreichte die Korrelation zwischen dem Ölpreis und dem kanadischen Dollar ein 19-Monats-Tief. Hier müssen höhere Gewalten im Spiel sein, vor allem die Neigung der kanadischen Notenbank zu einer lockeren Geldpolitik, sowie der wirtschaftliche Ausblick, der letzte Woche erschienen ist. Zwar blieb der Leitzins wie erwartet unverändert, aber Gouverneur Polos gab zu, dass ein Förderpaket aktiv diskutiert worden war. Die Bank hat auch die Wachstumsprognose gedrosselt und das Erreichen der Produktionsziele von Ende 2017 auf Mitte 2018 hinausgeschoben. Sollte das Ergebnis des OPEC-Treffens positiv sein, wird die Zinsrate nicht so drastisch reduziert werden. Aber die kanadische Wirtschaft hängt weitgehend von der Wirtschaftserholung in den USA ab. Da die jüngsten binnen- und außenwirtschaftlichen Angaben schwach erschienen, hat sich die Wirtschaftsstimmung in Kanada verschlechtert. Dies vorausgeschickt erwarten wir einen langfristigen Anstieg des Bares KiwiCard, sodass in einem Jahr die Parität erreicht werden kann. Vielen Dank für Ihre Analyse, Rachel. Das war's für diese KiwiLune-Prognose, aber bleiben Sie mit Dokaskope TV, um viel mehr zu erfahren.